Willkommen zu einem neuen Video im Bereich der Mathematik. Heute folgt der zweite Teil zum Runden von Zahlen hinsichtlich der Erklärung. Nach dem Abrundungsvideo heute das Aufrundungsvideo sozusagen. Und ich teile das Ganze in 5 Fragen oder in Kapitel ein. Die erste Frage, warum runden wir überhaupt? Der zweite Teil, das sind die Voraussetzungen. Dann der wichtigste Teil, die Erklärung, wie Aufrunden funktioniert, und um das Ganze noch zu vertiefen, weitere Beispiele im Anschluss und zum Schluss noch die Sinnfrage, wie rundet man sinnvoll, weil einfach drauf los runden bringt gar nichts, sondern es muss natürlich man muss auch ein bisschen mit dem Kopf mitdenken, Hausverstand ist hier das richtige Wort. Und wem das Video am Schluss gefallen hat, der kann meinen Kanal gerne abonnieren. Doch nun der Reihe nach zur ersten Frage, warum runden? Zahlen werden gerundet, damit sie übersichtlicher werden und oder man sich die Zahlen leichter merken kann. Gerade die Merkfunktion ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es ist ein Unterschied, ob ich mir merken muss, 4.399 oder 4.000. Das Zeichen für das Runden von Zahlen ist kein Ist-Gleich, sondern das sind 2 kurze Wellenlinien. Bedeutet so viel wie ungefähr. Dann kommen wir zu etwas Wichtigem, dass wir überhaupt zum Runden kommen oder dass das Runden richtig funktioniert. Runden hat nämlich etwas mit Stellenwert bestimmen zu tun. Kann ich keinen Stellenwert bestimmen, dann kann ich auch nicht richtig runden. Stellenwert gibt ihr an, vom Einer, Zehner, Hunderter, Tausender bis zu einer Million, im Prinzip unendlich, wo die Ziffer in der Zahl steht, also was für eine Stelle sie hat, daher der Name Stellenwert. Wenn wir hier die 3 Beispiele anschauen, dann sehen wir auch, Stellenwerte werden mit Großbuchstaben abgekürzt. Das große Z steht für Zehner, das große H für Hunderter und das große T für Tausender. Und wenn ich hier den Zehner bestimmen muss, dann bestimme ich das immer von rechts nach links oder von hinten nach vorne. Beginnen mit dem Einer, der ist aber hier nicht gesucht, sondern der Zehner ist hier die gesuchte Ziffer. Und den markiere ich, unterstreiche ich oder sonst irgendetwas, weil das ist hier die Voraussetzung, dass ich überhaupt richtig runde. Ich muss den Stellenwert bestimmen. Beim nächsten haben wir Hunderter, Einer, Zehner, Hunderter. Hier haben wir den Hunderter als Stellenwert, den wir runden müssen. Und beim letzten Beispiel Tausender. Einer, Zehner, Hunderter und der Vierer ist hier der Tausender. Damit haben wir schon einmal die wichtigste Voraussetzung bestimmt. Ich muss den Stellenwert angeben, auf den ich richtig runden kann. Und davon ausgehend kommen wir jetzt zum eigentlichen Runden. Wann runden wir auf? Wir runden auf mit der Ziffer, die hinter dem Stellenwert steht, die wir vorher bestimmt haben. Und wir runden dann auf, wenn die Ziffer hinter dem zu rundenden Stellenwert eine 5, 6, 7, 8 oder 9 ist. Dann runden wir auf. Und im Unterschied zum Abrunden, wo die zu rundende Ziffer gleich bleibt, ändert sich beim Aufrunden etwas. Beim Aufrunden wird die zu rundende Ziffer um 1 erhöht. Was gleich ist, die dahinterliegenden Ziffern werden durch Nullen ersetzt. Das kennen wir schon vom Abrunden. Wichtigster Unterschied zum Abrunden, die zu rundende Ziffer wird um 1 erhöht. Abrunden bleibt gleich. Und das schauen wir uns gleich an einem Beispiel an, ausführlich. Und zwar muss man hier die Zahl 478 auf 10 herum. Voraussetzung haben wir vorher festgelegt, den Stellenwert bestimmen. Wo ist hier bei dieser Zahl der Zehner? Einer Zehner. Die Ziffer 7 ist hier der Zehner. Damit haben wir die Voraussetzung geschaffen. Und jetzt können wir runden. Ist die hinter dem Stellenwert befindliche Ziffer eine 5, 6, 7, 8 und 9? Wir schauen uns das Ganze noch einmal an. Ja, es ist eine 8. Und 8 heißt,
Ich runde auf. Noch einmal, Stellenwert, den wir runden müssen. Mit der dahinterliegenden Ziffer entscheiden wir, ja, wir runden hier auf. Und jetzt kommt das Entscheidende. Aufrunden heißt, wir erhöhen die zu rundende Ziffer, das ist hier der 7er, um 1. Und ersetzen alle dahinterliegenden Ziffern mit 0. Das ist beim 10er übersichtlich mit der 0, ist eine 0 immer beim 10er. Aber der entscheidende Vorgang ist hier, von 7 auf 8. Das ist Aufrunden. Wir zählen 1 dazu. Weitere Beispiele, um das Ganze zu vertiefen. 587 auch auf 10er runden. Der Stellenwert ist hier schon markiert, 1er, 10er. Und wenn ich das runde, dann wird aus dem 8er ein 9er. Ich habe wieder 1 dazu gezählt. Und warum kann ich das machen? Weil da hinten 7 steht und 7 heißt aufrunden. Und was passiert mit den Stellen hinter der zu rundenden Stelle? Richtig, sie werden zu 0. Man kann sich das auch so merken. Wie viele Nullen hat der 10er? Eine, also eine 0. Nächstes Beispiel. 3252 auf 100er runden. Einer, 10er, 100er. Der 2er ist hier die 100er Stelle. Ich schaue dahinter. Dahinter steht ein 5er. 5er sagt mir, okay, auch hier muss ich aufrunden. Aufrunden heißt plus 1. Das heißt, aus dem 2er wird ein 3er. Und wie viele Nullen habe ich jetzt dahinter? Vorher hatte ich eine und beim 100er habe ich 1, 2. Richtig, 2 Nullen. 3252 auf 100er gerundet ergibt 3300. Nächstes Beispiel. Wir runden auf 1000er. 5982. Ich markiere den Stellenwert. 1000er, 1er, 10er, 100er, 1000er. Ziffer 5 ist hier der 1000er. Ich schaue dahinter. Dahinter steht ein 9er. Der 9er sagt mir, ja, du darfst oder du musst aufrunden. Aufrunden heißt, 5 plus 1 gibt 6. Und wie viele Nullen habe ich jetzt dahinter, weil ich drei Stellen habe beim 1000er? Richtig, 3 Nullen. Das Ergebnis ist hier 6000. Zum Schluss beantworten wir noch die Sinnfrage. Wann rundet man sinnvoll? Beim Abrunden hatte ich ein Beispiel mit Einwohnerzahlen. Heute nehme ich ein anderes Beispiel. Mit verkauften Eintrittskarten. 4583 Eintrittskarten wurden verkauft. Und das neben die Zahlen, die man sich ja nicht gut merken kann. Dann habe ich mir gedacht, okay, runde ich auf 5000. Eine runde Zahl. Jetzt kommen wir zum größten Nachteil vom Runden. Runden macht das Ganze übersichtlicher, man kann es sich leichter merken, aber die Information, die ich beim Runden halte oder nach dem Runden habe, die ist viel ungenauer. Und da muss man immer abwägen, ist jetzt die Übersicht wichtiger oder die Genauigkeit? Und bei Eintrittskarten würde ich sagen, würde ich schon auch die Information nicht vernachlässigen, weil Eintrittskarten kosten Geld. Und wenn man wissen will, wie viel habe ich verdient, dann sollte man nicht zu stark runden. Weil wir sehen jetzt bei dem Beispiel, was heißt hier eigentlich, wenn ich 4583 auf 1000er runde, dann habe ich nämlich eine Spanne von 4500 bis 5499. Alle diese Fälle von 4500, alle Zahlen, die dazwischen liegen und 5499, ergibt gerundet immer 5000. Und dann sieht man den hohen Ungenauigkeitsfaktor, wenn ich hier auf 1000er runde. Deshalb ist es hier vielleicht sinnvoller, auf 100er zu runden. Und auf 100er runden heißt, einer 10er 100er, 5er Stelle ist der 100er. Mit dem 8er dahinter runde ich auf. 4600 Eintrittskarten. Das merke ich mir auch noch. Und ich habe dafür eine genauere Angabe wie 5000. Das war mein Vorschlag zur Erklärung des Aufrundens von Zahlen. Wem das Video gefallen hat, kann auch das Video mit dem Abrunden anschauen. Ich werde es verlinken als Infokarte. Und wer überhaupt findet, ja, ich will mehr solche Videos sehen, abonniere meinen Kanal. Wenn du willst, dass andere Leute dieses Video auch sehen, gib einen Daumen nach oben. Das war's zum Thema Aufrunden.
Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video und viel Erfolg.